Hallo, grüß euch, ich bin's der Tom. Heute stelle ich einen neuen Skating-Skifahrer von mir vor, beziehungsweise den neuen Skating-Skifahrer von der Firma Fischer. Ihr seht, richtig ein lässiger Ski, optisch ein Wahnsinn, auffällig, also richtig cool. Aber was mir wichtig ist, es ist zwar schön, wenn der Ski schön ist, aber wichtig ist, dass er richtig marschiert. Und da muss ich sagen, es ist ein super Ski. Also richtig, richtig lässiger Ski. Der Druck vom Ski beim Abdruck geht richtig dahin, reißt uns so richtig vor. Stabilität beim Gleiten ist gut. Wo ich auch sagen muss, Geschwindigkeit beim Abfahren, Wahnsinn, also richtig, richtig schnell. Also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt noch ungefähr an die 400 Kilometer, was ich gelaufen bin, war heuer natürlich nicht so leicht, darum bei euch das Video ein bisschen später, weil unbedingt bei schlechten Schneeverhältnissen muss man natürlich nicht zusammenreißen. Hat es ein bisschen gebraucht, darum heuer ein bisschen später das Video. Aber wie gesagt, Ski ist top, richtig cool, zum Einschieben lässig, Kurven fahren gewaltig, haltet hin, also richtig, richtig cooler Ski. Irgendwie immer ein 28er Belag, bloß bei dem habe ich jetzt was anderes gemacht. Da ist jetzt ein feiner Schliff drauf, weil bis jetzt habe ich eigentlich immer bloß die warmen gehabt. Jetzt habe ich mir den auf kalt schleifen lassen. Und wo er ganz gut geht, wo ich bis jetzt immer ein bisschen Schwierigkeiten gehabt habe im Skatingbereich, ist bei so windverblasenem Schnee, wo so fein drin ist und so, ja, so bremsig, da geht der volle drüber. Also eigentlich von dem her Gewaltski. Beim Dolomitenlauf habe ich mich nicht laufen traut, weil ich eben ein bisschen wenig Kilometer mit dem habe. Aber ich glaube, da wäre vielleicht die bessere Wahl gewesen. Gut, dann wünsche ich was. Bis zum nächsten Mal. Enker Tom. Servus.